Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Hallöchen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Sonntag, den 23. August. Heute haben wir dabei WordPress, Deezer, TikTok und Apple. Ja, beginnen wir mit WordPress. Die hatten wir gestern schon, wo es um die In-App-Käufe ging und dass Apple die erzwingen wollte und die App rausgeschmissen hatte aus dem App Store. Und lange Rede, kurzer Sinn, es hat sich aufgelöst und wie so oft liegt die Wahrheit in der Mitte. Apple war eben doch nicht so böse. WordPress hat einfach gegen Vorlagen aus dem App Store verstoßen. Und zwar haben die in der App Werbung gemacht, dass man auf der Webseite den Premium-Account oder whatever kaufen kann, was halt verboten ist, wenn man es nicht selber in der App anbietet. Und im Endeffekt musste man nur den Hinweis entfernen. Und das haben die wohl falsch verstanden bei WordPress. Aber mittlerweile ist geklärt. Die App kommt wieder in den App Store, beziehungsweise ist schon da und einfach der Hinweis wurde entfernt und damit ist wieder alles gut. Tja, so einfach geht das manchmal. Nächstes Thema, Deezer. Das ist ja ein Musikstreaming-Dienst der, zweiten Reihe. Ansonsten redet man ja immer von Spotify, Apple Music und Google YouTube Music. Aber auch bei Deezer gibt es unter anderem Podcasts und da gibt es jetzt eine neue App für iOS und Android und die bietet dann Analytics für die Podcasts, die man so veröffentlicht. Also die App richtet sich nicht an Endkunden, die Podcasts hören, sondern an Publisher, die Podcasts veröffentlichen, also an Podcaster. Wird eventuell dem Martin erfreuen, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt Interesse hat, bei Deezer zu publizieren. Wo ich mich dann am Ende auch frage, braucht es dafür eine App? Oder gibt es dafür nicht ein schönes Webinterface wie alles andere? Weil wenn man mit Analytics arbeitet, macht man das nach meinem Erfahren am seltensten einfach nur auf einem Smartphone in der App, sondern macht das schon dicke am Bildschirm, am Schreibtisch. Naja, nichtsdestotrotz, neue App könnt ihr euch angucken, wenn ihr Podcast da veröffentlicht. Nächstes Thema, TikTok. Ja, in der langen Geschichte von TikTok und der Verbannung aus den USA gibt es ein neues Kapitel. Ja, es steht da immer noch dran, dass TikTok ja eventuell verkauft werden soll. Stichtag ist immer noch der 15. September. Aber jetzt hat TikTok einfach mal entschieden, dass sie planen und das eventuell schon nächste Woche, die US-Regierung vor das US-Gericht zu ziehen und dagegen zu klagen, dass das eben unverhältnismäßig ist, dass ihnen da ein Verbot droht und dass sie eventuell verkaufen müssen oder dazu gezwungen werden. Tja, schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Ist auf jeden Fall erstmal ein starker Move von TikTok, mit dem viele eben anscheinend ja nicht gerechnet haben. Das US-Gericht, ich weiß nicht, inwiefern das auf der Seite der US-Regierung ist, man würde es vermuten, oder neutral an die Sache rangeht, aber ja, da wäre ein Gerichtsprozess bestimmt sogar unterhaltsam, beziehungsweise informativ. Warten wir es ab. Und letztes Thema für heute ist eigentlich ein Linkhinweis, ist in den Shownotes, ist irgendwie ein toller Hinweis bei Mobile Geeks im Blog gewesen, beziehungsweise ein schöner Artikel veröffentlicht, der nochmal einen weiteren Link zu mehr Infos enthält. Und zwar hat Apple 2005 an einem geheimen iPod für die US-Regierung gearbeitet, konkret zu sein für das US-Energieministerium. Und die haben einen iPod damals entwickelt, der dann auch noch zusätzlich ein Geigerzähler ist. Anscheinend eine ganz schräge Kiste, aber eine total spannende Geschichte, die jetzt rausgekommen ist. Mehr als 15 Jahre später. Also lest euch ruhig durch, wenn ihr euch für sowas interessiert. Ist auf jeden Fall ein Lese- und Link-Tipp von mir zum Sonntag. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Restsonntag. Kommt gut in die neue Woche und ab morgen ist ja wie erwartet der Martin für euch da mit dem Daily. Bis dann, bleibt positiv. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.